Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und siehe meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, heute feiern wir den zweiten Sonntag der Osterzeit, den Sonntag der Osteroktav, der auch Weise Sonntag oder Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit genannt wird. Weiser Sonntag, weil die neu in der Osternacht getauften Christen der Urkirche die Eucharistie jeden Tag in weißen Gewändern während der Osteroktav feierten. Die weißen Gewänder sind Zeichen der neuen Schöpfung, des neuen Menschen, der aus dem Wasser der Taufe heraus mit dem auferstandenen Christus zu einem neuen Leben kommt. Der Barmherzigkeitssonntag wurde als liturgisches Fest im Jahr 2000 von dem heiligen Papst Johannes Paul II. Bei der Heiligsprechung von der Schwester Faustina Kowalska festgelegt. Im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus durch verschlossene Türe hindurchgeht und seinen Jüngern, die aus Angst vor den Juden sich eingeschlossen hatten, dem Frieden seine Auferstehung bringt und sie durch das Anhauchen des Heiligen Geistes aussendet. Auch wir befinden uns zurzeit hinter verschlossenen Türen, nicht unbedingt aus Angst vor dem Coronavirus, aber doch aus Rücksicht auf die älteren und vorerkrankten Menschen, die sich eventuell durch uns infizieren könnten. Jesus
hat auch heute die Macht, durch die verschlossene Türe unseres Hauses oder unseres Herzens hindurchzugehen und uns den Frieden in unserem Leben zu bringen. Einen Frieden, liebe Schwestern und Brüder, der nicht der Friede der Welt ist, der aus menschlichen Kompromissen besteht und nur Bestand hat, solange der andere Teil sich an die Regeln, an die Normen hält. Aber der Friede, der Jesus uns bringen möchte, der jüdische Friede, Shalom, ist viel mehr als menschliche Harmonie, sondern vollkommenes Glück, erfülltes Leben, trotz der Probleme. Oft verwechseln wir diesen Frieden mit einem bürgerlichen, problemlosen Leben. Ich möchte meine Ruhe haben oder lass mich in Frieden, sind Ausdrücke unserer Alltagsgespräche. Aber das ist nicht das, was Jesus uns bringt, sondern die Fülle des Lebens, das vollkommene Glück, auch wenn wir Probleme in unserem Leben haben. Und dieser Friede ist Frucht des Glaubens an die Auferstehung und das Wirken des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht glauben heute einige von uns, wie der Apostel Thomas, nicht daran, dass Christus auferstanden ist. Es besteht die Gefahr, dass wir meinen, er sei nicht auferstanden, da wir dieses Jahr 2020 nicht wie gewohnt Oster gefeiert haben. In der Gemeinde, in der Kirche, mit feierlichen Gottesdiensten und so weiter. Aber Jesus zeigt uns heute wieder seine Hände und seine Seite. Seine Wunden sind verherrlicht. Er ist auferstanden und lebt und hat den Tod besiegt, unseren Tod. Er haucht seinen Heiligen Geist uns ein und lädt uns ein, an ihn zu glauben, ihm, dem Auferstandenen, zu begegnen. Liebe Schwester und Brüder, warum zeigt uns Jesus immer die Male seiner Hände, seine Füße und seine Seite? Er hätte auch ohne die Wunde der Kreuzigung auferstehen können. Aber er möchte uns dadurch zeigen, dass das Kreuz verherrlicht ist. Seine Wunde sind verherrlicht, damit auch wir vor unserem Kreuz eine lebendige Hoffnung haben können, damit wir vor dem, was uns heute vielleicht leiden lässt oder Angst macht, nicht fliehen, sondern es annehmen, ja sogar es umarmen, in der Gewissheit, dass Gott die Macht hat, unser Kreuz zu verherrlichen. Das heißt, dort, in dieser Situation, die wir vielleicht heute nicht annehmen oder verstehen können, erfahren, dass er auferstanden ist, dass diese Situation uns nicht das Leben wegnimmt. Liebe Brüder und Schwestern, so wie Gott bei der Schöpfung der Welt seinen Geist, den Lebensatem, in die Nase des ersten Menschen blies und so dieser zu einem lebendigen Wesen wurde, so möchte er uns heute seinen lebenspendenden Geist schenken und aus uns lebendige Menschen zu machen, die Zeugen seiner Auferstehung sind, weil sie von Tod zum Leben, von Traurigkeit zur Freude, von der Sklaverei zur Freiheit mit ihm und in ihm hinübergegangen sind, indem wir in unserem Leben lieben und vergeben können. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, unsere Aufgabe, heute als getauften Christen Zeugen der Auferstehung zu sein, an den Sieg Jesu Christi über den Tod, über unseren Tod teilzunehmen. Amen.